Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Horse. Peggy, wenn du schon ein Browser-Spiel spielen musst, dann spiel wenigstens Horse. Spiel ich halt Horse? Verdammt nochmal. Was spiele ich denn? Peter, was soll ein Peter sein? Ein Hanno? Ein Oldenburger? Ein Holsteiner? Ein Friese? Ein Oldenbar-Tinker? Oh, ein Tinker? Guck mal, ein Tinker. Ein Tinker ist doch geil, oder? Schon so, oh, und Falbe? Ein Falbentinker oder so ein. Uiuiui. Oh, die sind doch schön. Oh, ich mag Tinker. Warte mal, einen schwarzen? Ne, guck mal, einen Falben. Ein Falbentinker, das ist doch geil. Peter, der Falbentinker. Männlich. Jawoll. Natürlich. Ah, jetzt muss ich mal ein bisschen mehr erstellen hier. So. Und schon bin ich eingeloggt hier. Der Peggy. Ne? Zucht, was mache ich? Das ist ja eigentlich ganz genau dasselbe, oder? Wie bei dem anderen. Das ist genau dasselbe. Nur in hässlich. Oder? Ist das genau dasselbe? Aber hier kann ich einen Tinker machen. Das sieht auf jeden Fall schöner aus, ne? Guck mal hier, der Peter. Kann man sehen, wie viele Leute da spielen? So, jetzt geht's hier total derb ab. Ich habe gerade nochmal die ganzen Kontoinformationen und sowas angepasst und mir mein Avatar hochgeladen. Also, wenn ihr auch auf Horse Online seid, dann könnt ihr mich finden unter der Pack hier. Ihr kennt's dann auf jeden Fall unter meinem Bild, ne? Das kennt ihr ja schon. Ihr wisst ja, wie mein Bild aussieht. Das ist dann halt mein Konto, ne? Hier so, bla. Ne? Und ja. Gut. Das ist Peter. Peter hat keine Energie, ist auch schon wieder zur Hälfte tot. Und die Moral ist auch nicht ganz so derb, ne? Wir machen mal die Aufgaben. Mit den Aufgaben beginnen. Finden und füttern. Das ist also Peter. Der Fohlen ist gerade zur Welt gekommen und du musst dich um das Kleine kümmern. Auf dir ruht nun eine große Verantwortung, denn du sollst aus ihm einen Champion machen. Aber bevor es soweit ist, musst du es zunächst trainieren und zu Anfang ist zu füttern. Peter säugen. Uah. Das ist ja ekelerregend. Tränken und säugen. Warum macht er einen Handstand? Bravo! Dein Fohlen hat gut aufgefressen und etwas Energie hinzugewonnen. Energie ist wichtig, denn sie ermöglicht es, Peter an Ausritten, Trainingseinheiten und Wettbewerben teilzunehmen. Belohnung 100 Punkte! Pflege angedeihen lassen. Auch wenn dein Fohlen eine gute Fütterung bekommen hat, ist es noch immer schwach und muss jetzt gestriegelt und gestreichelt werden. Peter striegeln und streicheln. Ja, das kann ich hier. Bam! Das sieht ja aus wie Ohrfeigen und striegeln. Man sieht gar nichts. Guck mal, Peter, bist du auch wirklich gestriegelt? Oh, es gibt eine Animation. Oh nein, was kann ich machen? Meine. Oh ja. Wow! Oh mein Gott. Oh, es regnet dann. Ich möchte. Schnee. Peter, da kommt die Schneeflocke. Peter, da bist du doch mitten im Sommer. Peter, deine Sternschnuppe wünscht dir was. Peter. Guck mal, farbige Sterne. Oh, das ist mir zu crazy. Sowas möchte ich nicht. Oh, Herbstlaub. Nein, Glühwürmchen. Ach, wie romantisch. Oh, Herzchen. Es gibt Herzchen. Oh, Peter, guck mal, da ist ein Herzchen. Das fliegt direkt auf dich zu. Oh mein Gott, es trifft deinen Kopf. Oh, Blitze, Alter, Blitze ist badass. Oh Gott, ich bin so der derbste Motherfucker, wenn ich hier mit Blitzen rumhantiere, oder? Guck mal, Peter. Yeah. Boah, Peter, der krasse Gangster mit Blitzen. Alter Schwede, was ist los hier? Das ist ein Feuerwerk, das sieht nicht wie Feuerwerk aus. Nee, komm, ich nehme die krassen Blitze. Gott, ich bin so geil. Bam! Da schlägt schon wieder einer ein. Das ist die Landschaft. Kann ich ja auch ändern? Ich habe keine Bässe mehr. Was? Strahl des Helios? Was zur Hölle? Ah, da kann ich gleich was gegen Echtgeld kaufen, oder? Ah ja. Hier, guck mal. 99 Cent, ne? Ein paar 10 Pässe. Ja, ja. Ist schon recht. Ich kaufe dann gleich mal was für echtes Geld, ihr Penner. Nein. Also, Peter. 5 Karotten. Peter hat heute bereits eine Karotte gefressen. Hä, was? Achso. Es scheint Peter. Ah ja, okay. Ich check ihn mal schlafen. Peter muss schlafen, unbedingt. Peter, ab ins Bett mit dir. Und dann kann ich ihn altern lassen.
Was kostet das? Das sind 15 Equis oder Pässe oder was kostet das? Ah, das sind Alterungspunkte. Energie überprüfen. Du hast dich gut um deinen Fohlen gekümmert. Du musst dich bald altern lassen. Vorher musst du jedoch sicherstellen, dass es wenigstens 20% Energie hat. Andernfalls kann sich die Gesundheit deines Pferdes beim Wecken verschlechtern. Energie von Peters. Was? Energie, die Energie ist 30%. Bestätigen. Wichtig, richtig, dein Fohlen hat genauso viel Energie. Ich habe ihm gerade 10% gegeben, damit du es in aller Ruhe altern lassen kannst. Die Belohnung ist 10% zusätzliche Energie für Peter. Warum steht er auf dem Kopf, der Verdammte? Alles in Ordnung, du kannst Peter jetzt altern lassen. Um zum nächsten Spieltag aufs Überzugehen, klicke einfach auf Altern und dein Pferd wird 2 Monate alt. Jawoll! Peter, du alter Sack! Gott, Peter! Boah, bist du alt! Boah, Peter! Landschaft vergrößern! Ich kann... Oh, hallo! Oh, guck mal da! Peter! Wie du aussiehst! Und wie du wieder aussiehst! Mit Löchern in der Hose! Und ständig dieser Lärm! Nächste Aufgabe. Glückwunsch, du hast Peter gerade altern lassen, fährt es nur 2 Monate alt. Bis 4 Monate. Peter kann bald Wettbewerben teilnehmen. Das ist allerdings 2 Monate alt und sollte daher vorrangig noch einmal gealtert werden. Ja, dann altern wir ihn doch nochmal, oder? Das muss schon sein. Warte mal, da muss ich hier mal so wupp. Das geht ja gar nicht. So. Warum ist das so laut? Oder liegt das nur an mir? Sich um Peter kümmern und 4 Monate alt werden lassen. Ja, das kann ich. Ne, muss ich dazu irgendwas kaufen? Nein. Die Blitzanimation ist schon derb nervig, oder? Warte mal, wir machen mal schlechtes Wetter hier. So, da, oh, das ist auch cool. Das ist stylisch. Oh, da kommt eine Regenwolke von rechts. Das ist ja... Was mache ich da? Ausloggen. Aha. Community. Guck mal, da könnt ihr mir jetzt auch dann mich einladen oder mir irgendwelche Sachen schicken, ne? Wenn ihr das wollen tutet. Das geht natürlich, ne? Das ist ja ganz schön abgefahren. Da habe ich ja noch gar keine Freunde und so. Wieso habe ich da keine Freunde? Oh nein, ich habe keine Freunde. Dabei ist das doch das Wichtigste auf diesem Planeten, ganz viele Freunde zu haben. So, trinken, streicheln, striegeln und eine scheiß Karotte kriegst du auch noch, Peter. Ja, damit du zufrieden bist, wa? Kriegst du alles von mir hier mit dem Trichter, wa? Jetzt gehst du noch schlafen und dann wirst du altern. Bestätigen. So sieht das aus hier, wa? Guck mal, wie alt er schon ist. Gut, Peter ist jetzt 4 Monate alt. Um dir zu helfen, habe ich ihm 10% Energie, Moral und Gesundheit gegeben. Deine Gesundheit ist wichtig. Sie nimmt ab, wenn du dein Pferd Probleme hat. Zum Beispiel zu dick ist oder mit weniger 20% Energie altert. Sie nimmt wieder zu, sobald sich es gut läuft. Sollte die Gesundheit jedoch zu stark abnehmen, kann das Pferd sogar sterben. Nein. Belohnung, 10% Energie, ja, bla 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 bla. Bis zu 6 Monate. So, und jetzt bist du an der Reihe. Kümmere dich um Peter und lass das vorhin nochmal altern, damit es 6 Monate alt wird. Ja, bla, was ist das? Muss ich doch einfach nur hier durchklicken. Das kann ja wohl jeder. Guckt mal an, wie leicht das geht. Hier, da, streicheln. Und striegeln und die Karotte und altern. Shabam, guck mal, mein Peter ist ja voll moralisch, voll krass drauf. Hervorragende Arbeit. Peter ist 6 Monate alt. Und bei guter Gesundheit. Lass uns gemeinsam sehen, was Peter jetzt tun kann. Ich habe 300 Grünfutter gekriegt. Das ist schon ganz schön derb. Peter kann jetzt als Pensionspferd in einem Reitzentrum untergebracht werden. Suche nach einem passenden Reitzentrum für das Pferd. Aber bei dem Wetter ist ganz schön bewölkt gerade. Ich weiß nicht. Vielleicht doch. Es kommt ja gerade ein spannender Moment. Dann sollten wir vielleicht Konfetti. Oh ja. Oh ja, das ist so gut. Das ist super gut. Peter, du kommst jetzt in ein Reitzentrum. Siehst du die Konfetti? Wir feiern dich. Du bist der Geilste. Oh, guck mal. Oh, wow. Ui, da gibt's ganz viele. Ui. Will mich jemand hier in seiner Reitpension haben? Geht das? Kann man das machen? Kann man das ja so machen? Was das Wohlbefinden deines Pferdes zählt, ist das Wichtigste. Ist das Prestige und die Reinlichkeit des Zentrums, in das du dich begibst. Aha, da sollte ich jedes Zentrum besichtigen. Kann ich denn das? Das ist der Spieler, dem das gehört, oder? Das befindet sich im Wald. Dreamville, guck mal, wem gehört das hier? Aber wo soll ich denn da hingehen? Ach, das kostet, oder was? Ja, ist das wirklich so? Das kostet dann
Vorteile dieses Reisenden bietet viel Hafer an. Oh, das hat voll viel Ansehen. Das ist ja voll wichtig. Aber das kostet mich ja dann. Da kostet mich ja das voll hier. 60 Tage, da brauche ich ja mehr. Ein Tag 200. Ich habe doch nur 2200. Das gibt ja gar nicht. Oder hier. Dann gehe ich doch da nach. Gehe ich doch nach Dreamville zur Cortessa. Oder? Das kostet nämlich nichts. Das kostet auch nicht. Gehen wir doch hier hin, oder? Die hat doch voll viel. Viel Marsch. Gehen wir doch da hin, oder? Merlins Zauberwald. Ja, komm, wir gehen. Der hat viel im Angebot, oder? Wir gehen mal zu Merlins Zauberwald mit Peter, oder? Nee, ja, Merlins Zauberwald, oder? In den Bergen, das ist gut. Und hat 8 Plätze frei. So. Aha! Wieso steht da. 195? Das stand doch da gerade nicht. Das möchte ich nicht machen. Das möchte ich nicht machen. Nein, das möchte ich nicht. Nein, das möchte ich nicht. Zur Aufgabe zurückkehren. So. Warum stand da der Preis nicht? Guck mal, wieso steht da der Preis nicht? Kann ich das nach dem Tag sortieren lassen? Aha. Und die anderen sind dann teurer oder was? Oder haben die es nur nicht angegeben? Oder was ist da los? 3 Tage. Wieso in 3 Tage? 60. Guck mal hier. Von Trini, der Ponyhof. Wollen wir zu kleinen Trini auf den Ponyhof gehen? Oder Hello Kitty? Wo wollen wir denn hingehen? Freie Plätze. Guck mal hier. Kann man das nicht so nach Kosten? Da kosten... Hier schon mal. Das ist nämlich sehr sparsam. Beate, Cherry. Kann ich nicht einen eigenen aufmachen? Ich glaube, ich gehe jetzt hier einfach mal... Ich gehe mal zu Trini, oder? Trini, ich komme mal bei dir oben, oder? Hello Kitty. Pensionsstall Eichenhof. Golden Dreams, wahrscheinlich. Verwunschener Wald von Pferdelauf 1. Ha. Ja, ich weiß auch nicht. 31%. 34. Komm, wir gehen doch zu Trini auf dem Ponyhof, oder? So. Es sind keine freien Plätze, da steht doch 1. Was soll das? Hi, ich bin Trini, dass man dann beim Pferde. Ah, okay, eure Trini. Pensionspferde. Gut, kann ich da jetzt. Achso, da kann ich jetzt nicht hin, weil das jetzt voll ist, oder was? Ist das so? Ist das wirklich so? Ah ja, ist tatsächlich gerade voll geworden. Dann gehen wir hier zu, auf den Eichenhof, oder? Da gehen wir jetzt hin. So. Ah nee, da habe ich jetzt. Habe ich falsch gemacht, ne? Da hätte ich da jetzt klicken müssen, ne? Machen wir nochmal. Die hat auch noch ganz viele Plätze frei. Das ist ganz gut. Das gefällt mir. So. Und dann machen wir das hier. Pensionsstall Eichenhof. Zu der gehen wir hin. Billige Preise sind momentan einfach für mich das Beste. Ist doch schön. Da sind wir jetzt auf dem Pensionsstall Eichenhof. Das freut mich. Das ist richtig cool. Und. Sehr gut, Peter Schätzchen, für einige Tage im Pensionspferd im Reitzentrum. Vergiss nicht, diese Pension regelmäßig zu erneuern. Dann vorhin muss ich mit einem Reitzentrum angemeldet sein, wenn du dich um sie kümmerst. Okay. Gut. Alles klar. Füttern. Oh, er ist erheblich größer geworden. Ja, das stimmt, nicht? Jetzt brauchen wir auch mehr Futter hier. Pferd zu füttern, aber was gebe ich ihm denn hier? Dauert 30 Minuten, guck mal. Energie plus, aber ich brauche gar keine. Ich brauche nur also 5 so zu fressen. Das machen wir mal. Das reicht doch, ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder und ich freue mich schon hier im Pensionsstall Eichenhof. Und wie gesagt, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt, jetzt auch hier auf Horse. Ja. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.